Das ist tatsächlich, finde ich, einer der kreativsten Tempel, die man sich so hätte ausdenken können. Also halt so eine Villa ist eigentlich halt schon ein bisschen was Cooles. Swatch. Du hältst eine Geisterseele. Nice. So, okay. Frisst er mich auf, wenn er sieht, dass ich ein Wolf bin? Vielleicht sollte ich da ein bisschen aufpassen. Ah, irgendwas ist passiert, oder? Ah, oh, okay. Fies. Habe ich eine freie Flasche? Nein, ich habe zwei Feen in meinen Flaschen. Du kriegst das also schon mal nicht. Wer bist du? Oh. Verzeih mir. Ich fühle mich nicht so gut. Kannst du etwas näher kommen? Oh, was für ein süßer kleiner Gast. Mein Mann hat mir alles erzählt. Du möchtest den Spiegel sehen, nicht wahr? Mein Mann hat ihn gefunden. Er ist so wunderschön. Aber seitdem dieser Spiegel im Haus ist, geschehen schlimme Dinge. Ich werde ständig krank und Dämonen suchen mich heim. Deswegen haben wir das Schlafzimmer im dritten Stock, wo wir ihn aufbewahren, verschlossen. Warte einen Moment, ich kann dir gleich sagen, wo der Schlüssel ist. Gelbe, grüne Räume hast du besucht, gelbe Pfeil zeigt deine Position an. Okay. Ah. Das Fieber vernebelt meine Sinne. Ich kann mich einfach nicht mehr richtig erinnern. Ich glaube, wir haben ihn in das Zimmer mit dieser Markierung gelegt. Ah, aber ich kann ja noch nicht einmal aufstehen. Würdest du ihn mir bitte bringen? Versuche es zunächst mit der Tür da drüben. Ach, die Arme. Die Armee, die sie nicht hat. Ja, vielleicht hat sie Arme und sie ist einfach nur mega krass eingekuschelt in ihrem Fell, was sie da hat. Oh, da bist du ja. Meine Frau, sah gar nicht so gut aus, oder? Ist krank, seit der Spiegel im Haus ist. Deshalb koche ich jetzt eine gute Suppe. Die Fische in der Höhle der Zoras sind die besten. Isst du auch davon, wenn du erschöpft bist? Das macht dich wieder frisch. Ich glaube, da kann ich jetzt immer umsonst Suppe rausfischen, oder? Oh, Puzzle. Das kann sich jetzt nur um Stunden handeln, einfach. So. Dann muss ich den wahrscheinlich hier zurückschieben. Dann den nach da. Dann hundertprozentig den nach da drüben. Das hier kann ich, genau, das kann ich nicht schieben. Da friere ich einfach instant ein. Wie wäre es dann, wenn wir das nach da schieben? So. Hm. Ja, das brachte uns schon mal nicht weiter, ehrlich gesagt. Oder tat es das? Warte, es war doch richtig. Es war richtig. I can see it now. So. Holy shit, das war einfach unbewusst einfach richtig gemacht. Holy shit, holy shit. Holy shit, Brudi. Guck's dir an. Das war einfach, ich hab die einfach nur irgendwie hingeschoben. Das ist einfach fucking richtig, Alter. Nice.
First try, Alter. Ups. Das passiert, wenn man gut in Videospielen ist, würde ich sagen. Hier kann ich nicht durch, aber ich kann mich hier tatsächlich durchgraben. Kommt schon. Shit. Was haben wir hier? Okay. Da, 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 da. Oh, du Bratze, Alter. Komm her, komm her. Fifi, komm her. Fuck. Bitch. So. Lass mich doch nicht reinlegen von ein paar Wölfen, Alter. So, 20 Rubine mehr. Oh, das ist... neu? Ah, doch, hier kommen wir rein. Okay. Das ist der richtige Weg. Das ist der richtige Weg. Lass mich raten. Oh Gott, das war definitiv nicht richtig. Oh nein, sie rasten alle aus. Aber kann ich ihnen nicht einfach ins Auge schießen? Scheinbar nein, okay. Okay, ich kann sie einfach wegboxen. Das geht natürlich auch. Kommt, kommt. Kommt, kommt. Nice. Du, 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 du. Hier scheint nicht so viel zu sein, aber wir können ja anscheinend einfach... Nein, können wir nicht. Oh, shit. Ah, ich verstehe, was das Problem hier ist. Pass auf, ist das so ein Ding? Okay, nein, das ist es auf jeden Fall schon mal nicht. Du erhältst einen Ordenkürbis. Was ist das? Der gehört doch hier ganz sicher nicht hin. Sollten wir nicht nochmal zurückgehen und schauen, ob sie sich erinnern, wo der Schlüssel ist? Okay. Ausnahmsweise. Uff, okay. Ah ne, da kommen wir so, oder? Kommen wir so, kommen wir hier hoch? Ah, hier kommen wir hoch. Du bist so böse. Bist du die ganze Zeit schon jetzt 18 Uhr am Warten, bis Zelda kommt, dann sehe ich, dass du streamst. Ups, tut mir leid. Ah, okay. Ja, ich war leider ein bisschen faul. Gestern wollte ich streamen, aber da musste ich Stranger Things gucken. Das leid ist mir tut.
Habe ich den Kürbis irgendwo im Inventar? Nö. Und da konnte ich leider kein Zelda aufnehmen. Das hier war wichtiger. Hm, welches Aroma wäre wohl am besten? Kürbis. Hast du einen Kürbis? Ah, ein Kürbis. Danke. Probier doch mal. Aber dann müsste ich eine Fee aufbrauchen. Außer ich finde hier irgendwo eine Flasche. Dann kann ich den gerne ausprobieren. Ja, vielleicht auch nicht. Naja, vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht lassen wir die Tante einfach. Hast du ihn gefunden? Hä? Ein Kürbis? Wo kommt der denn her? Wo kann er denn nur sein? Vielleicht in diesem Zimmer dort. Hier, wo ich das Zeichen gemacht habe. Würdest du bitte dort noch einmal nachschauen? Hat sie nicht am Anfang gesagt, es ist irgendwo im dritten Stock und jetzt zeichnet sie die ganze Zeit irgendwelche Punkte im ersten Stock ein? Vielleicht ist sie senil. Vielleicht ist sie gar nicht krank, sondern sie ist einfach... Ihr Gehirn ist einfach nicht mehr funktionabel. Eine Kanone. Okay, warte. Kann ich die... Ah nee, okay, kann ich nicht. Oh Gott, was ist das denn? Ein Glück bin ich da weg. Soweit so gut. Stimmt, diese Eiswände können wir erst mit der Waffe kaputt machen, die wir hier finden, ne? Weil vorher wird das alles gar nichts. Kann ich die damit abwerfen? Haha! Nice. Und bam. Sehr schön. Verdammt. Schnell weg hier. So. Ne, warte. Das ging so, ne? Einfach hier drauf. Laden. Führe als Kugel, setze Bomben, entzünde. Jetzt ratet mal, wer keine Bomben hat. Droppt ihr welche? Jetzt wäre es halt ultra smart, wenn ich hier irgendwo Bomben finden würde. Weil ich meine letzten natürlich verschossen habe, ich... Toller Mensch. Ich habe wirklich keine, ne? Ich mag es, dass die Kanone einfach immer noch an der richtigen Stelle ist, aber die Kanonenkugel einfach nicht mehr. So, das war okay.
Haha. Ja, 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 nein, so bitte nicht, Alter. Fang nicht an, hier zu rutschen. Oh, du Bitch, Alter. Ich bin extra langsam gelaufen, damit du da nicht runterfällst. Jetzt sterbe ich gleich. Ich hoffe, ihr seid alle glücklich. Okay, so. Das ist ja anscheinend nicht der richtige Weg hier. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Kann ich mich hier rüberziehen? Nope. Kann ich denn hier nochmal rüber? Kann ich einfach rüberhüpfen? Kann man da rüberspringen? Schafft man das? Oh Gott. Okay, das wird auch nichts, oder? Ach, das ist doch alles doof. Okay, so. Ha, ha, ha. Ach. Oh Gott. Mach nicht einfach irgendwelche wilden Sprünge, mein Freund. Da kann ich gerade gar nicht drauf machen. Schlimmer als Dark Souls hier. So, okay. Das hat mir jetzt absolut nichts gebracht. Okay, da vorne ist noch irgendwie eine Truhe. Ob das jetzt was bringt? Weißt du, das hätte ich vor 30 Minuten mal gebraucht. So, jetzt habe ich hier noch ein Eiskrams. Aber ich weiß nicht, ob ich... Okay, so weit rüber komme ich gar nicht. Oder? Doch? Ah, okay. Hm. Mann. Lass mich doch einfach vorbei, Brudi. Das ist alles, was ich möchte. Auf jeden Fall haben wir da ja schon mal nichts gefunden. Das heißt, das war komplett nutzlos, dass wir dahin gegangen sind. Aber wo muss ich denn dann hin? Ja. Es kotzt so an, Alter. Thank you.
Oh mein Gott, Alter. Wirklich? Ihr seid abartig anstrengend, Mann. Kann ich den Dude killen, indem ich da eine Bombe hinwerfe? Tja, das weiß niemand. So. Aber das ist es ja auch nicht, ne? Ich muss ja hier irgendwas mitmachen. Ich weiß, dass ich das Ding... dass ich hier irgendwas mitmachen muss. So eine Bombe reinlegen? Nope. Okay, das war's schon mal nicht. Hä? Wie mache ich das hier kaputt? Ich habe keine Ahnung, Alter. Ich weiß es nicht. Also, wahrscheinlich... also, hier ist auf jeden Fall eine Truhe. Wirklich? Weißt du, das Kackding hätte ich überall erwartet, aber jetzt nicht unbedingt dort. Oh Gott. Weißt du? Ah, Kinder. Das ist doch doof. Ja, komm schon. Oh, Brudi, du musst einfach nur... ey, manchmal frage ich mich auch echt, ob ich einfach zu kompliziert denke. So, jetzt sind wir hier am besten durch. Ohne große, komplizierte Dinge. Rein damit, Bombe, rein damit. Okay. Und... Kabang, Alter. Endlich. Holy shit, Mann. Jetzt können wir das direkt noch einmal drehen. Und das auf der anderen Seite nochmal machen. Auch die Truhe holen, die da ist. Nicht, dass da wieder irgendwas Wichtiges drin ist, was ich unter Umständen verpassen könnte. Weil ich wieder denke, ach, so wichtig kann das schon nicht sein. Flop. So. Und das hier... das hier rein, wieder raus, das alles nochmal und dann gucken wir alle Stranger Things, weil das eine echt gute Serie ist, Mann. Ich freue mich jedes Mal wieder, wenn eine neue Staffel rauskommt. Ich weiß, wie fucking gehypt ich einfach auf die zweite Staffel war und einfach voll happy, dass sie existierte. Und ich war einfach so gehypt auf die dritte Staffel. Holy shit, ich musste sie einfach in einem Sitz durchgucken.
glaube, die erste war so gut, Alter. Die erste Staffel Stranger Things war großartig. Holy shit, habe ich das alles geliebt. Ich liebe die Welt, ich liebe die Charaktere, ich liebe einfach alles an dieser Serie. Musik großartig, Cinematographie großartig, ich kann nicht mehr reden. Cinematography, keine Ahnung, wie das auf Deutsch heißt. Ich war aber echt geschockt, als sie am Ende der dritten Staffel einfach ein schwarzes Loch geöffnet haben, welches die ganze Welt verschlungen hat und jetzt keine vierte Staffel kommen wird. Das war furchtbar, aber ansonsten war das echt richtig cool. Warte, ich kapiere. Nee, irgendwie nicht. Glaub ich. Oh Gott, wie ging das denn nochmal? Das, ich weiß, dass ich das theoretisch können sollte, weil das wurde mir beigebracht, aber ich habe vergessen, wie das nochmal funktionierte. Muss ich das hochheben? Ah, okay, okay. Wir müssen sein kleines Schwänzchen angreifen. Das ist okay, das ist okay. Weißt du, sie bringen uns schon diese ganzen coolen Sachen bei und wir können sie nicht mal in irgendwelchen Bosskämpfen benutzen, weil sie einfach keinen Effekt haben, Alter. Du hältst den Morgenstern, eine riesige Eisenkugel von enormer Zerstörungskraft. Na bitte, und damit haben wir ein weiteres Item für unsere Kollektion. Nice. Er steckt's weg wie nichts. Ein Ordener Ziegenkäse. Schon wieder was zu essen. Ah, war doch klar. Die war so unsicher, das musste ja so kommen. Na egal. Vielleicht fällt dir noch was ein. Gehen wir zurück. Weißt du, er steckt weg wie nichts. Es ist ja immer noch an seinem Körper. Aber halt, wenn wir es tragen, ist es plötzlich mega schwer. Ich frage mich, in was für ein Vakuum er seine Waffen steckt, dass die einfach so verschwinden und nichts mehr wiegen. Da, 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 da. Okay, das war nicht so gut. Da gehe ich doch direkt wieder. Da bin ich doch direkt mal so frei und gehe einfach wieder.
Genauso wie bei euch, ich gehe hier einfach wieder. Ist mir einfach egal. Ist mir einfach egal, es ist mir einfach nicht wert. So, los geht's. Gehen wir mal in die Küche und geben das Essen ab. Und sind begeistert. Wir können jetzt auch was von der Suppe nehmen, endlich. Hey, Dude. Da fehlt noch das gewisse Etwas. Riecht gut. Was hast du denn da? Oh, genau. Das hat mir für die Suppe noch gefehlt. Jetzt muss sie nur noch eine Weile kochen. Dann ist sie fertig. Hier, probier mal. Okay, warte, das können wir machen, ne? Du füllst Luxussuppe in deine Flasche. Sie riecht lecker nach Käse. Fuß. Ha! Riecht gut. Die Suppe wird sicher auch meine Frau wieder auf die Beine bringen. Nice. Okay, dann nehmen wir doch direkt noch eine Flasche. Frauchen! Oh, Long, jetzt fällt es mir ein. Um es nicht zu vergessen, habe ich ihn in das Zimmer gleich neben dem Schlafzimmer gelegt. Ach, wie konnte ich das nur vergessen? Das ist mir so peinlich. Er ist hier, wo das Zeichen ist. Dort muss er sein, ganz sicher. Bitte geh doch noch einmal. Wow. Ey, weißt du, Türen nicht öffnen können, das krieg halt auch echt nur ich hin. So, das ist sehr traurig. Das ist definitiv auch sehr traurig. Das ist jetzt nicht mehr so traurig. Auf geht's. Außer was das hier angeht. Oder warte, das kriegen wir hin. Oder kriegen wir das hin? Shit, wie weit dreht er sich? Oh Gott, oh Gott. Okay, er dreht sich zurück. Haha, okay. So. Hierfür brauchen wir einen Schlüssel. Das ist in Ordnung. Hier können wir gar nichts mitmachen, außer die Wand zu feuern. Gehen wir mal hier rein. Oh, bitte. Oh, bitte. Mir ist einfach mega belagert, was Waffen angeht. Okay, niemand kann mir mehr was. Warte mal, das war doch auch sowas ganz Schlaues, oder? War es nicht auch so ein Ding hier? Ahahaha. Okay, das hat funktioniert. Sehr gut. Dann können wir jetzt hier die Tür aufmachen. Einmal rüber. Ich glaube, das gibt ein Herzteil, oder? Ich glaube, das gibt ein Herzteil. Kann ich jetzt eine Abkürzung nach da oben irgendwie nehmen? Ich
Wahrscheinlich eher nicht so, ne? Das wäre jetzt auch zu schön gewesen, einfach. Nee, falsche Tür, verdammt. Ach komm. So. Wie du mir, so hau ich dir ein Eisenherz an den Kopf. Nein, was war das nochmal? Ich hab vergessen, oh Gott, wie hieß denn das Teil nochmal? Morgenstern, genau. Wie komme ich auf Eisenherz? Oh nice, das war richtig gut geworfen. So. Bam. Und das brachte uns jetzt auch einfach exakt gar nichts. Bang, boom, bang. Okay, hier finden wir einen Geist. Da-da-da-da-da! Okay, und dann wechseln wir doch kurz mal wieder zurück. Ah, okay, hier sind wir jetzt. Ah, so kommen wir wieder da hoch. Ah, ich verstehe. Okay, 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 okay. Und das Ding kann ich wahrscheinlich auch damit kaputt machen, oder? Okay, okay, okay. Ich bin einfach so fucking blöder einfach. Es ist so easy. Oh mein Gott, es ist einfach so, so einfach. Es ist so einfach. Aber halt erstmal drauf kommen. Weißt du, ey, Brudi. Hätte ich das gewusst. Hätte ich das innerhalb von 2 Sekunden erledigen können. Uff. Uff, Alter. Big fucking uff. Wir haben es geschafft. Meine Güte, was für eine schwere Geburt, ey. Was für eine schwere Geburt. Aber egal, was soll's. Es ist erledigt. Viertausend Jahre später.
aber das ist halt einfach bei jedem Rätsel so. Sobald du halt einfach weißt, wie es geht, ist halt einfach easy, Mann. Aber halt erstmal drauf kommen, das ist ja halt die Sache, die halt nicht so mega easy ist. Kann ich hier einfach lang? Nein. Kann ich hier rein? Ja. Okay. Uff, Alter. Ganz, ganz, ganz großes Uff, Mann. Zumindest kann ich mich jetzt noch hier oben warpen. War ich das nicht vorher auch schon? Alter, ey. Das hat mir jetzt einfach den Lebenswillen wiederhergestellt. Oh Mann, das ist doch alles nicht wahr. Okay, jetzt bin ich hier. Ah, kann ich mich jetzt da hochziehen irgendwo? Nö. Hä? Was bringt mir das jetzt? Was ist denn das für ein kompliziert gebautes Haus? Es ist ja schlimmer als in einem Resident Evil hier, Alter. Es war anscheinend einfach nur ein Shortcut, oder? War das wichtig? Was sagt die Karte? Die Karte hilft mir einfach überhaupt nicht weiter, Mann. Ich muss da irgendwie rüber. Okay, das wird auf jeden Fall nichts. Hier irgendwie hoch. Du hast es schon mehrmals durch. Ich habe das ein einziges Mal vor 5 Jahren durchgespielt. Und das auch nur widerwillig. Also da, ich habe keine Ahnung mehr, wie hier irgendwas funktioniert. Ich bin gerade komplett verwirrt einfach nur. Wieso bin ich jetzt wieder in diesem Raum? Was bringt mir das? Was bringt mir das? Also es ist halt ein Shortcut, dass ich jetzt schnell wieder reinkomme, aber... Es scheint mir so nutzlos irgendwie. Hier komme ich auch nicht rüber. Jetzt sind wir halt wieder bei der ganzen Geschichte hier, die halt auch so super useless ist, Mann. Oh, ich hab den Schlüssel ja noch. Hä? Ich dachte, ich hätte ihn gerade schon benutzt. Okay, ja gut, egal. Wir sind weiter. Eieiei. Oh Gott. Uff. Ah! So, okay. Reicht das bis nach da hinten? Passt.
Ha! Mit Backdraft einfach besiegt. Kann ich hier rein? Okay, und jetzt haben wir hier wahrscheinlich keine Kanonenkugel, ne? Wo bekommen wir jetzt die Kanonenkugeln her? Müssen die nicht hier irgendwo rumliegen? Ah, ich verstehe. Okay. Das muss ich mir auf jeden Fall einmal nach da drehen, damit das dann darüber geschossen wird. Das ist halt so unnötig kompliziert, Mann. Dann gibt es wahrscheinlich da unten irgendwo eine Kanonenkugel, die ich jetzt hochtragen muss. Oh mein Gott, das ist nicht euer Ernst, oder? Ich muss die von draußen da reinschuftern. Ach du Kacke, Alter. Weißt du, man kann es halt nicht unnötig komplizierter machen. Sie hätten auch einfach da eine drin platzieren können. Aber das wäre anscheinend halt echt zu easy. Okay, wir nehmen die, packen die da rein, gehen dann hier rein. Dann schuften wir die hier rein. Nehmen sie mit, bringen sie nach oben, packen sie in die Kanone, ballern sie einmal rüber, heben sie wieder auf, packen sie in die nächste Kanone, ballern die dann noch einmal rüber. Wer kommt auf sowas, Alter? Und dann gehen uns einfach die Bomben aus. In before. Passen sie auf. Und kaboom. So. Jetzt packen wir die Kanonenkugel da rein. Schiffen sie in den nächsten Raum. Das ist halt einfach echt peak umständlich, Alter. Oh mein Gott, mach die Tür auf, Rudi. So. Und jetzt schießen wir das Ding höchstwahrscheinlich da hinten gegen, oder? Das bringt uns nichts. Das bringt uns vielleicht ein bisschen was. Und das wird uns garantiert gar nichts bringen, wenn ich das dahin schieße. Daher wird das wohl passen. Hoffe ich. Ich lebe in der Hoffnung. Ah, ja doch. Das macht voll viel Sinn, glaube ich. Aber jetzt kann ich nach da hinten hin. Kann ich einfach runterfallen? Komm da unten rein, oder? Das funktioniert. Pass auf, jetzt bin ich einfach voll falsch und kann den ganzen Weg nochmal laufen. Nein, das ist richtig. Ich habe mich richtig erinnert. Hier war nämlich eine Leiter. Oh mein Gott. Das war ein Versuch wert. One Hito Kilo. Ich könnte da reingehen oder ich könnte es einfach nicht machen und kurz gucken, was hier oben ist. Ah, okay, hier ist der Boss. The Bossu ist Hiru. Desu. Ich bin sehr gespannt, Hu, was da oben nu passieren werdu. Finden wir hier den Boss-Key? Bin schon ganz heiß drauf. Ha-hi-ha, ich sehe, was hier passiert. Uff. Ich wünschte, ich könnte schneller reagieren mit dem ganzen Ding hier.
Manchmal ist guter alter Schwertkampf einfach immer noch schneller als alles andere. Kann ich die irgendwie angreifen, dass sie dann runterfallen? So, auf jeden Fall schon mal nicht. Aber, passen Sie auf. Ich wette, damit geht das. Wette, damit geht das. Cool, das bringt halt auch einfach gar nichts. Oh Mann. So. Okay. Und keiner von denen droppt auch nur ein Herz. Trotz der Tatsache, dass sie mir einfach gerade 279 Herzen abgezogen haben. Die Bratzen. Ganz viel Hass an euch. So, dann holen wir uns jetzt unsere wohlverdiente Belohnung. Der Schlafzimmerschlüssel. Puh, endlich haben wir diesen verdammten Schlafzimmerschlüssel. Hat zwar ganz schön lange gedauert, aber dafür werden wir die Scherbe ziemlich bald haben. Uff. Uff, uff. Uffi, uff, uff, Alter. So viel Uff hatte ich echt seit einer Ewigkeit nicht mehr. Habe ich das Spiel damals auf der Wii oder dem GameCube gespielt? Auf der Wii. Genau, ich habe die Wii-Version hier. Oh, gut, dass dir nichts passiert ist. Ich habe ein wenig von der Suppe gegessen, die mein Mann gemacht hat. Seitdem geht es mir wieder etwas besser und ich bin dir gefolgt. Du hast den Schlüssel gefunden. Sehr gut. Das Schlafzimmer ist direkt über uns. Ich bring dich hin. Meckert sie, wenn ich einfach vorlaufe? Vielen Dank. Aber willst du nicht auch reinkommen? Nur wir beide. Zusammen. In unserem Schlafzimmer. Hm. Bitte. Hier entlang. Hier ist er. Schau ihn dir an. Sag nur, ist er nicht herrlich? Wunderschön. Wunderschön. Herrlich. Dieser Spiegel. Diesen Spiegel bekommst du nicht. Verdammt.
Ah, okay, und die muss ich jetzt kaputt machen, oder? Das war richtig gut getroffen. Alter, das gibt's doch nicht. Ich bin gerade mal so frei. Eine Suppe nur für mich. Das ist okay. Das gibt's doch nicht, Alter. Komm schon. So. Also, wir haben jetzt zwei Spiegelscherben. Es fehlen also nur noch zwei, Long. Trotzdem tut es mir leid, was wir dieser Frau angetan haben. Dass der Schattenspiegel die Kraft hat, jemanden so zu verändern. Die Göttinnen können grausam sein. Also gut, Long. Beeilen wir uns, die anderen Scherben zu finden. Bevor noch mehr Menschen so etwas Schreckliches zustößt. Also dann, machen wir uns auf die Suche nach den übrigen zwei. Was ist mit mir? Mach dir keine Sorgen. Du hattest einfach nur einen bösen Traum. Oh, der Spiegel, den du mir gegeben hast. Vergiss den Spiegel. Schau in meine Augen. Sieh nur, in ihn spiegelt sich dein wunderschönes Gesicht, oder? Deshalb brauchst du... Du brauchst den Spiegel gar nicht mehr. Mein Liebster. Oh,
Oh je, yeah, voll cool. Oh, wie süß. Einfach 3 Trillionen Herzen auf dem Boden. Ich liebe dich. Ich dich auch. Oh, das ist so süß. Oh je. Yeah. Ich kann dich von hier wegbringen. Aber bist du sicher, dass du nichts vergessen hast? Ja.